sag mal, was ist denn mit dir los? Erzähl. Es ist nur... Ach, scheiße, Lasse hat Schluss gemacht. So richtig? Er will, dass wir nur noch gute Freunde bleiben, hat er gesagt. Platonisch also. Was? Ja, genau. Hey. So läuft das bei mir doch immer. In mich war noch nie einer so richtig verknallt. Lasse und ich, wir haben uns noch nicht einmal geküsst. Alle finden immer nur, was für ein toller Kumpel ich bin. Toller Kumpel. Das stimmt doch gar nicht, Vivi. Die Jungs trauen sich noch nicht so richtig an dich ran, weil du so cool und intelligent bist. Und weil du nicht auf Tussi machst. Lasse kann dir doch gestohlen bleiben. Genau, Lasse kann mir gestohlen bleiben. Wenn da einer was kaputt gemacht hat, dann war das Panda. Ich bin total fertig. Ist euch auch so kalt? Was ist der Schock? Hier. Danke. Schön warm. Panda würde dir das nie in die Schuhe schieben. Total unmöglich. Ich habe gedacht, vielleicht möchtest du ja auch einen Kakao. Ist die Jacke immer noch von Paul? Na und? Ich habe vergessen, sie zurückzugeben. Ich habe gestern Nacht von euch geträumt. Bestimmt ein Albtraum. Im Gegenteil, ihr habt euch geküsst. Wer? Du und Paul. Sag ich doch, ein Albtraum. Der aber nur, wenn du mir versprichst, dass du es für dich behältst. Ehrenwort. Also es ist, ich wollte schon länger mit dir darüber reden. Also ich habe nachgedacht und glaube... Ja? Ich habe mich verliebt. Aber das ist doch toll. Ich glaube aber nicht, dass sie Gefühle auch für mich hat. Woher willst du das wissen? Warum tut sie dann so, als ob es im Leben nur Tanzen geben würde? Und außerdem weiß ich nicht, wie ich es ihr zeigen soll. Du meinst Katja. Ist es so schlimm? Du solltest sie überraschen. Sie mit einer Gondel voller Blumen abholen. Oder ihr ein Abendessen im Schein von 1000 Kerzen zu bereiten. Und ihr dann mit einer roten Rose deine Liebe gestehen. Ein bisschen dicke, oder? Naja. Das Beste ist, du musst ihr in die Augen schauen. Ganz lange. Und dann... Und dann was? Dann musst du selber wissen. Also nochmal von vorn. Wie geht's los? Erstens Blumendekoration. Zweitens Kerzen. Du hast die Einladung vergessen. Das habe ich schon längst gemacht. Ach so? Dann schaffst du wohl auch den Rest. Du hast ja mal wieder Pauls Jacke an. Na und? Mir war mal wieder kalt. Kalt oder verknallt? Wurde ihr Hund entführt? Hat man sie erpresst? Sie sind nicht die Einzige. Wir wollen etwas dagegen tun. Bitte melden Sie sich. Das war echt eine gute Idee. Achtung. Eins noch. Ich wollte dich da mal was fragen. Also, wenn du einen Freund hättest. Also, wenn du mit jemandem zusammen wärst. Wäre es dir dann wichtig, dass er sich für die gleichen Sachen interessiert wie du? Oder auch umgekehrt? Ich weiß nicht. Vielleicht schon. Und für dich? Naja, wäre schon nicht schlecht. Dann hätte man was, worüber man sich unterhalten könnte. Was? Seid ihr fertig? Wenn sich jetzt keiner meldet, dann weiß ich auch nicht mehr. Los, wer zuerst an der Eisdiele ist? Du hast schon verloren. Und, was macht ihr? Kino. Ist doch super. Paul will sich unbedingt einen Jackie Chan-Film ansehen. Toll, der letzte war sau spannend. Ich würde heute Abend 10-mal lieber in die Oper gehen. Aber dazu kann ich Paul bestimmt nicht überreden. Vivi, wenn man so zusammen ist, sollte man sich nicht für die gleichen Sachen interessieren? Hauptsache, man hat Spaß miteinander, oder? Hi! Los ist! Können wir los? Hallo? Gut, wenn Sie wollen.
Ja, kenne ich. Okay, auf Wiederhören. Frau Oelkers, sie will sich mit uns treffen. Jetzt? Morgen Vormittag. Okay, komm, wir müssen. Tschüss. Tschüss, Bibi. Ciao. Wenn ihr euch ruhig verhaltet, passiert euch nichts. Wenn ihr versucht rauszukommen, wird Django euch in Stücke zerreißen, klar? Ich muss noch mal kurz los, Dicker, was geschäftlich ist. Und dann verratet ihr mir, wer mich gefunden hat. Bald sie im Auge, Django. Blödes Vieh. Hast du Angst? Geht so. Sicherer als im Taxi. Ihr könnt kommen. Romeo und Julia. Sozialkunde. Wir haben Projektwoche. Selbst erfahren, was es heißt, blind zu sein. Aha. Bibi. Was fällt dir eigentlich ein? Ich hab gedacht, dir ist was passiert. Du bist verletzt, halb tot oder noch schlimmer. Entschuldige. Wieso sagst du mir nichts? Wie? Was denn? Dass es dir gut geht. Dass alles okay ist. Dass ich mir keine Sorgen machen muss. Du hast dir Sorgen gemacht? Ja, hab ich. Ja. Pizza? Katja. Scheinst dich ja richtig zu freuen. Ich wollte gerade ein Stück Pizza essen. Vergiss es, Vivi. Du brauchst dich nicht zu verrenken. Es sieht doch ein Blinder mit Krückstock, was zwischen euch läuft. Nichts. Gar nichts. Du bist meine beste Freundin, Katja. Ich würde dir niemals deinen Freund wegnehmen. Aber das tust du ja gar nicht. Paul, wir passen sowieso nicht zusammen. Und wenn ich noch 10 Bücher über Schiffmotoren lese, an diese blöden Jackie Chan-Filme, könnte ich mich nie gewöhnen. Paul, du bist ein super Kumpel. Und ich hab dich viel zu gern, um dir einen Besuch an der Oper zuzumuten. Okay? Okay. Und wenn ihr jetzt meint, dass ihr Pizza essen müsst, dann tut's. Ich dachte eigentlich, so verknallt wie ihr seid, fiel euch was Besseres ein. Ich mag eigentlich gar keine Pizza.